Recht herzlich willkommen zur 139. Folge von Grand Age Medieval. Ja, so wie ihr seht, hier ist nicht mehr ganz viel los, sonst hat es ein bisschen erwischt. Ja, wir haben nur noch 17.000 zwar, aber unsere Truppen sind alle draufgegangen. Das heißt, hier ist, glaube ich, irgendwie eine Reiterei noch, die, ja, irgendwie nicht so gut vorankommt, ne? So, das bedeutet, wir müssen da eigentlich jetzt abbrechen, in dem Sinne, die wir da... Okay, die nimmt noch... Überhand? Nee, dachte ich schon. Wir müssen halt zusehen, dass wir da noch Truppen nachbauen. Damit wir das wieder hinkriegen, ne? Hier haben wir jetzt eine neue Stadt, die ja auch wohl Truppen machen kann. 251.000 ist nicht viel, ne? Das ist wenig. Gucken, dass wir da mal ein paar Einheiten zusammenkriegen dann. Wie sieht's hier aus? Da geht auch nicht viel. Gedürbt. Schwertkämpfer. Ja, die Unterhaltskosten ist klar. Ja, eigentlich müssen wir wirtschaftlich erstmal gucken, dass wir da vorankommen, ne, damit das klappt. Ist jetzt nicht so dolle, ne? Ja. Müssten wir erst was abwarten, ne? Ich würde das sehen, ob wir hier weiterkommen oder nicht, ne? Aber ich gehe davon aus, nicht. So, die erste Einheit ist da. Die ist in Kiew gelandet. Entschuldigung. Und da ist die, ne? Und die meckert gleich rum. Pass auf, schicken wir die mal dahin, um zu gucken, so als Vorhut, was da geht oder nicht geht, ne? So. Greifen wir da an. Okay. Mann, aber es hat eine Einheit, die wir nicht schaffen, oder was? Doch. Das war ein Speer, oder? Oh, wieder 26.000, alles klar. Und unsere Truppen gehen gerade dran. Oder nicht dran, sondern drauf. Okay. Da haben wir das geklärt, das heißt, wir brauchen ein großes stehendes Heer. Damit wir da vorankommen. Tja, da müssen wir erstmal gucken, dass unsere Leute hier wieder Geld verdienen. Unsere Händler, ne? Ist ja schon ein großes Netz geworden, ne, wenn man so sieht. Ist hier unten. Ja. Okay, Pilsen ist hier jetzt. Klagenfurt. Nürnberg, konnten wir das schon immer sehen? Ja, ich glaube ja, ne. Erkundungstrupp wäre natürlich auch machbar, ne. Warenhaufen liegt da. Vielleicht sollen wir den mal holen. Und da, was ist da? Eine Höhle. Eine Ruine. Ja. 382. Hier kommen ein paar Einheiten. Warte mal, dann gehen wir doch mal gerade mit den zwei Leuten den Warenhaufen da holen, oder? Auf geht's! Wenn wir schon einen haben. Wo laufen die lang quer durch, ne? Ja. Das ist eine Ruine, okay. Mal hier in Polen, Warschau. Oh, Erlös. 80.000. Geht schon mal, ne? Jawohl! Können wir da weiter gucken? Sicher! Danzig. Können wir ein bisschen weiter noch erkunden hier, oder? Ja, und Nebel geht dann noch zurück. Sicher! Kann man denn hier jetzt weiter? Warte mal. Ziel ist nicht zu. Ah, okay, jawohl. Alles klar. Magdeburg ist auch noch da. Jawohl! Ne, wir können nicht weiter gucken. Jawohl! Okay, das geht nicht. Brauchen wir jetzt auch gerade nicht weiter versuchen. Ich denke, wir gehen mal hier hin wieder. Was haben wir hier noch? Da ist ein Zelt. Zelt spricht, glaube ich, für Dingens. Ja, ist aber egal, brauchen wir nicht. Bringen wir nach Wissna unsere Leute hin. 500.000 haben wir jetzt, eine halbe Million für die Truppen.
Dolmen, keine Ahnung, was das ist. Hier ist Kiew. Sicher. Bring die Leute mal da in die Stadt. Und was können wir hier bauen? So wie es aussieht, ziemlich viel, ne? Reiterei auch, Reiterei auch. Ja, hier geht sogar viel die Kavallerie. Die ist ja recht gut, oder? Kostet richtig Asche. Kann gut reisen. Sichtweite 10. Kampfreichweite 1. Trefferpunkte 30. Kampfstärke 225. Okay. Komm, machen wir mal 5 davon und gucken, wie die so sind. So, was haben wir hier? Eine Ruine, da auch. Oder ein Obelisk. Hier unten ist die Ruine noch. Da wird auch immer jemand angegriffen. Was haben wir hier? Reiterei auch. Die Pferdeburg, ne? Haben die anderen hier auch? Doch, ist hier auch okay. Aber so lange sind die noch nicht da, oder? Trefferpunkte. Das ist Verteidigung, oder? Höhlenmeister. Lassen wir das erstmal so. Ist nur ein blaues Städtchen, oder wie sehe ich das? Dann haben wir den besiegt. Passiert hier was? Okay, ja doch. Die können wir jetzt hier verlagern, noch da. Machen wir. Ich glaube, das waren schon alle. Ne, die anderen drei hatten wir schon vorher gemacht. Ja. Lassen wir auch erstmal mit den drei gut sein. Ja. Jetzt haben wir wieder 350.000 mal gerade. Nicht so viel, ne? Was steht da oben? Ist unser Ziel. Also noch die eine da oben. Ist die Frage. Gehen wir hin oder nicht? Das sind jetzt 10, ne? Komm, mal gucken, was wir machen können. Wie gut die Truppe ist. So viel können ja auch nicht mehr drin sein, ne? Okay, das war ein Speer wohl. Den hat's erwischt. 26.000 wieder. Barnabas seine Truppen machen wir gerade kaputt. Sieht gut aus. Ja, mal schauen, wie weit wir kommen diesmal, ne? Ist gebongt. Geld ist eine halbe Million knapp drunter. Wenn da Truppen sind, dann muss er die gerade erst ausheben, ne? Ja, das war schon. So, 17 hatten wir letztes Mal. Ist die Frage, wie weit wir diesmal runterkommen, ohne kaputt zu gehen, ne? Wo sind die jetzt? Da. Die können wir noch zur Unterstützung dahin schicken. Haben wir da jetzt. Zwei Pferdchen sind dazugekommen. Ja. Wir haben irgendwo noch einen Händler rumstehen. Okay. Der wird manuell rumstehen. Okay. Das ist unmöglich. Das bedeutet, das ist unmöglich. Genau. Dann gucken wir da mal gerade rein. Könnte mal gerade ein bisschen Geld, ein bisschen was kaufen, ne?
5 davon. Honig ist mit 80 günstig. Oder? Ich glaube ja, ne? Komm, wir ziehen erstmal weiter her. Guck mal, was geht oder nicht geht. Ja, das ist auch nur so. Wir können gerade mal 100, weil er gar nicht mehr hat, mehr keine Kapazität mehr. Super, oder? Okay. Das haben wir verkauft. Da geht nicht mehr. Da können wir noch was zulegen. Haben wir auch gemacht. Gehen wir weiter. Gucken, wo wir den Honig loswerden. 425.000 haben wir da oben. Konstanter. Auch Honig. Cool. Und hat Wolle. Nur 12, das ist nicht viel, ne? Bier ist wohl teuer. Fleisch gibt es hier 3 Stück, aber der Preis gefällt mir da nicht, ne? Machen wir erstmal nix. Mit Vergnügen. Da geht die Reise hin. Und wo ist der rausgekommen? Da, okay. Packen wir da oben noch mit hin. 23 sind es nur. Das dauert noch eine Weile. Da ist ein Händler mit Route. Wo ist denn unser? Hier ein tiefer? Ich glaube ja, ne? Oder? Ne? Der müsste eigentlich auch hier sein. Ah, da ist er ja. Okay. Ja, komm weg damit. So, das haben wir. Das haben wir auch. Und bringen wir mal nach hier vielleicht. Die Stadt ist ja noch relativ jung für uns. Vielleicht braucht die noch was. ...23 unterschritten gerade. So, da geht was, aber nicht viel. Ja, lohnt alle gar nicht. Das hat gelohnt. Dann geht die Reise nach da ein. Gucken wir da weiter. Ach, wir hätten noch vielleicht was einkaufen sollen, ne? Jetzt ist es zu spät. Jetzt lassen wir so laufen. So, 144. 110 gekauft. Da kommen 3 davon weg. Das ist nichts Dolles, ne? 180 Brot. 12 Einheiten gekauft. Die wurden 630 Prunk. Das ist, glaube ich, ein guter Deal. Exquisit. Na dann. Da war viel Punkt, da können wir noch mehr wegholen, denke ich. So. Ja, das bringt's nicht, weil die auch schon genug haben hier. Das Brot kostet genauso viel, auch super, oder? Verkaufen wir die 7 noch. Okay, das war's. Kaufen wir 6 davon. Und einen davon. Gehen wir hier oben hin. Und was gibt's jetzt hier? 200. Ist ja mal was, ne? 60 weg, 300 das Brot. Und dann kriegen die halt nur 3, ne? Okay. Dann passiert da nichts. Komm weg damit. So, können wir erst so laufen lassen. Einmal nach Kiew und dann
ist die Stadt schon wieder, unsere Truppen alle weg. Super, oder? Das hat wieder gut geklappt. Die Frage, wann die Stadt wieder besser ist. Ich glaube, das wäre jetzt... Die ist bestimmt wieder auf 26, ne? Na super. Das hat sehr gut geklappt. Und der hat eine Einheit dabei. Ja, also, hat das wieder keinen Erfolg gehabt. Das bedeutet, wir müssen erst Geld machen und wenn wir Geld haben, dann können wir diese Stadt einnehmen. Vorher funktioniert das nicht. Aber für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.